Der Sparkasse Alteramlauf hat sich als perfektes Vorspiel für den Mostiman Triathlon in Walsee eingespielt und ist deshalb auch dieses Jahr wieder Auftakt für ein außergewöhnliches Rennwochenende. Wir haben da in Stadt-Zielbereich, wo wir jetzt uns befinden. Wir starten über die Altambrücke. Das geht ungefähr 3/4 Kilometer auf der Straße entlang, geht dann in ein Waldstück rein und geht dann entlang vom ganzen Altarm immer im Wald bis ungefähr 3,8 Kilometer. Da geht es dann raus auf ein Stück auf eine Straße. Wir haben da oben auch kurz vor Kilometer 4 die Labstelle, also da gibt es Wasser für diejenigen, die schon ein bisschen einen Bedarf dazu haben. Dann geht es ein kleines Stück am Treppelweg entlang neben der Donau und geht dann gleich wieder in das Waldstück rein, über zwei Brücken rüber. Wir laufen dann weiter wieder entlang dann von Altarm. Die Runde geht dann eigentlich fast nur im Wald, ist schön schattig, aber wenn es recht heiß ist, passt es recht gut. Geht weiter bis ganz nach vorne dann eigentlich, wo es dann beim Altarm Ausgang ist und geht dann entlang von Altarm am Promenadenweg nach vorne und rauf dann ins Ziel. Ist eine schöne Runde, kann eigentlich jeder schaffen, die 8,5 Kilometer. Und ja, wir hoffen, dass wir wieder viele Starter kriegen. Voriges Jahr war es natürlich eine tolle Veranstaltung, waren sehr viele Starter und das wird uns freuen, wenn wir heuer auch wieder genug Leute haben, die was da mitmachen. Genug Leute, die mitmachen, hat auf jeden Fall der Verein Triathlon Walsee. Mit dabei Christian Bruckner, der die Triathlon-Weltmeisterschaft auf Hawaii anpeilt und hier auf der Altarmstrecke so manche Einheit herunterspult. Wir haben mittlerweile schon 30 Mitglieder und wir helfen da alle natürlich voll zusammen. Die Hauptarbeit haben die zwei Christians, Bruckner Christian, Resch Christian, die waren auch die Initiatoren von dem ganzen Altarmlauf. Die haben auch das wieder ins Leben gerufen und die haben sich da natürlich voll ein und wir unterstützen halt die restlichen Mitglieder so gut was geht. Sprich Sponsoren ansprechen, Preise für Tombola und dergleichen und die ganzen Organisationen rund um den Dom. Schauen wir, dass wir das alles auf Schiene bringen. Nicht zuletzt ist es die perfekte Kulisse und eine wunderschöne und abwechslungsreiche Naturstrecke, die den Altarmlauf auszeichnen. Wir haben einen Nordic Walking Bewerb und einen Lauf. Der Nordic Walking Bewerb ist um 17 Uhr. Der geht zwar nicht ganz gleich wie der Altarmlauf selber, der geht gleich nach der Altarmbrücke runter, das ist so gewünscht worden. Ist dann noch ein paar hundert Meter weniger, aber für die vorigen Starter, also was voriges Jahr gestartet sind, da sind sehr viele sehr gewesen und denen war das lieber, wenn sie da nicht entlang von der Straße nach vorne gehen müssen. Ne? Um 19 Uhr ist dann der Start von Altarmlauf und dann im Anschluss natürlich die Siegerehrung und die Verlosung bei den Tombola. Es sind noch ein paar Startplätze übrig, also schnell anmelden für den Sparkasse Altarmlauf in Walsee am 8. Juli 2016. Anmeldungen unter www.altarmlauf.at.